mich entschlossen, da mitzumachen. Und seitdem hat sich mein Leben wirklich zum Positiven verändert. Aus diesem Grund haben wir ein Haus gekauft. Ja? Das war ein Ziel, das haben wir geschafft. Und es ermutigt natürlich weiter, das Ganze durchzuziehen. 280.000, 290.000 Euro. Also dieses Jahr werden wir auf jeden Fall über 300.000 Euro an Umsatz haben. Über aber. Jetzt schon, ja. Okay. Jede einzelne, die ich bekommen habe, bis jetzt waren es glaube ich 5 oder 6, jede einzelne habe ich jetzt als Dauerkunde gewonnen. Die Ergebnisse sind der Hammer. Innerhalb kürzester Zeit unsere Kundenstamm, eigene Kundenstamm verdoppelt haben. Dementsprechend haben wir unseren Umsatz verdoppelt. Ja, die Professionalität ist halt auf jeden Fall gestiegen. Aber nach den ganzen Monaten, wo die Umsätze dann gestimmt haben, die Mitarbeiter dann da waren und die Kunden wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit uns waren, ist das immens gewachsen. Wenn man sich mit der EMR-Strategie befasst hat und wenn man es verstanden hat, die Aufträge sind da, man muss sie nur abholen. Die Kunden gewinnt man damit, das ist einfach so. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Spätestens innerhalb von ein paar Tagen hat man meistens die perfekte Antwort, sei es im Rahmen der Digitalisierung, wenn man sich systematisieren möchte, oder im Rahmen der Auftragsabwicklung oder Ausführung, wenn man nicht weiß, wo man wie anzugehen hat, stehen die Jungs von EMR immer hinter einem. Im Bereich IT super, im Bereich Verwaltung, Liquidität, überall einzelne Spezialisten und das ist perfekt. Vor allem, dass man halt einfach die Möglichkeit hat, die Skalierung von unserem eigenen Unternehmen viel, viel genauer durchzugehen. Ja, wir haben einfach die Möglichkeit, intensiv in die Themen reinzuschauen, okay, wo sind die Stellpunkte, die einfach verbessert werden müssen, wo läuft es noch nicht richtig, wo kann es noch hingehen. Dass es halt auf einem sehr professionellen Level ist und dass man hier sehr mitgenommen wird. Das heißt, wenn man merkt, man hat diese Ziele und man möchte mit seiner Firma skalieren, wenn man in dieser Branche ist, dann macht es absolut Sinn. Zum anderen aber auch diese intensive Beratung, die man hat, ja, die schnelle Beantwortung von Fragen, einen Ansprechpartner, den ich habe, die 1-zu-1-Coaching, die wir jetzt hier haben, ob das jetzt einmal online oder jetzt hier vor Ort in Hamburg sein kann. Man hat einfach das Gefühl, dass jemand immer da ist, egal bei welcher Frage, auch immer eine Lösung vorhanden ist. Man hat für jeden Bereich, ob es Kalkulation ist, Mitarbeitergewinnung, einen guten Ansprechpartner bzw. immer eine Lösung von euch. Also man merkt eben, er weiß genau, was sie tun. Super Beratung, super Hilfestellung. Ja, aber man geht ja auch genau auf die Probleme ein, die uns nicht so entwickeln lassen, wie wir das eigentlich geplant haben. Man schaut sich genau Themen an, mit was beschäftigt man sich täglich und genau, was kann man verbessern. Ihr seht es, ja? Ihr seht die nächsten Schritte, ihr wisst, wie es läuft. Ja? Und dadurch kann ich einfach euch vertrauen und sagen, ey, ich kann dadurch viel mehr Zeit gewinnen, ich kann höhere Umsätze erzielen, ich weiß, was die nächsten Abläufe sind, weil die Ideen und die Erzählungen, wie man am besten vorangeht und wie man wirklich die Sachen auch umsetzt, die sind in diesem Erstgespräch definitiv gegeben. Ich hatte Probleme mit meiner Webseite. Er sagte, ey, kein Problem, ich mach sie dir mal kurz. Kundengewinn zum Beispiel und auch wie man jetzt kalkuliert und eigentlich das ganze System ist super. Wir generieren zurzeit täglich 2 bis 3 Minimum Neukunden. Unsere Webseite wird täglich immer mehr besucht, kommen Anfragen auch so über unsere Kontaktformulare oder Telefonanrufe. Aber wir haben jetzt festgestellt durch EMR, dass es doch schneller gehen kann. Jetzt zum Beispiel, wir haben das Problem sehr viel, was Technik betrifft. Und wenn ihr da nicht gewesen wärt, wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind, bin ich ganz ehrlich. Ich würde auch den Menschen raten, mit euch zu arbeiten und auf euch zu hören, weil ihr viel weiter seid in das, was ihr macht. Und ihr habt ja auch eure Firma ganz auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Und dann haben wir nur noch zu lernen von euch. Da kann ich sagen, dass wir wirklich in 40 bis 50 Tagen das Doppelt- und Dreifache geschafft haben an Kundengewinnung. Dass wir bis jetzt in 4 Jahren fast gar nicht bekommen haben. Bis ich einen großen Kunden gewinnen habe, hat circa einen Monat gedauert. Also mein erster Kunden durch EMR, welchen ich gewonnen habe, es ist ein Auftrag von rund 50.000 Euro im Jahr. Also man sagt, über Geld redet man nicht, ne?
aber der Umsatz ist hochgegangen. Und wie gesagt, ganz großes Thema Kundengewinnung und Akquise, das haben wir überhaupt nicht gehabt und das habe ich gelernt. Oder ich lerne immer noch. Ich habe hier gelernt, wie man verkauft, wie man überhaupt seine Dienstleistung an den Mann bringt. Das sind die besten Investitionen, die man überhaupt tätigen kann. Warum? Du gewinnst dadurch Zeit, du kannst dich auf andere Sachen konzentrieren. Ja, du kannst schauen, wie kriege ich es hin, die Firma noch mehr zum Wachsen zu bringen. Ich bin morgens früh aufgestanden, habe die Sachen organisiert, bin arbeiten gegangen von morgens bis abends. Ich habe die Familie nicht mehr gesehen. All das hat sich im Laufe der Zeit gebessert. Ich wusste, wie soll ich vorgehen? Ne? Wie kann ich mich organisieren? Wie mache ich richtig Kundenakquise? Ich habe jetzt schon einige Kunden, ich habe jetzt 5 feste Kunden, die ich mit Unterhaltsreinigung gewonnen habe, mit guten Umsätzen. Das sind Leute, die wissen, was sie sagen, die wissen, wovon sie sprechen. Ihr habt in allen Richtungen einfach genau das Richtige. Jetzt sind wir so im Stand, dass wir ungefähr bei 40 mal 50.000 im Monatsumsatz haben. Wie gesagt, ich sage nicht nur 1-0, 2-0. Du bist wirklich im 2-0 Führung. Okay. Ich habe da überhaupt keine, also bis jetzt keine Absage bekommen. Also es wirkte nicht wie, ja, zahlt mal Geld ein und wir holen euch Kunden ran, sondern es war wirklich eine gefühlt schon 1-zu-1-Betreuung. Und wenn wir Fragen hatten, war die persönlich erreichbar. Und da haben wir einfach ein Vertrauen gewonnen. Wir haben einen Umsatz rein von den Unterhaltsreinigungen immer von 50 bis 55.000 Euro. Hatten natürlich auch Monate, die sind bis 70, 80, 100.000 Euro. Hochgegangen, dann halt mit Einmalaufträgen. Ob es jetzt eine Kalkulation ist oder ob es jetzt eine Angebotsvorlage ist oder im Google My Business oder Google Ads einen richtigen Auftritt zu haben und da Experten zu haben, die einem was erklären, hat man von euch bzw. von EMR alle grundlegenden Bausteine bekommen und das muss man einfach nur umsetzen. Ich kann mir euren Content ziehen, ich kann mir mein Mindset jeden Tag erweitern. Das war tatsächlich mit der entscheidende Punkt und Grund, warum ich gesagt habe, so, EMR ist es. Ich bin der Davide Triscari, bin 30 Jahre jung, komme aus Ingolstadt und habe in den letzten Jahren eine erfolgreiche Gebäudereinigungsfirma aufgebaut mit 8-stelligen Jahresumsätzen und haben uns auch sehr, sehr stark deutschlandweit entwickelt bzw. expandiert. Und ja, ich bin definitiv froh, so einen erfahrenen Partner auch wie die EMR Unternehmensberatung an meiner Seite zu haben. Man muss einfach mal sein Ego die Seite legen und sagen, hey, pass auf, ich ziehe hier durch, ich habe hier jemanden, der ganz genau weiß, was passiert, wenn ich diesen Schritt gehe und was passiert, wenn ich diesen Schritt gehe.